So, und herzlich willkommen zurück zu Minecraft mit Ulfgar. Jo, ich habe es inzwischen geschafft, das Spiel auf die Version 1.61 müsste es jetzt inzwischen sein, zu updaten. Das ist ja mit dem neuen Launcher, fängt ja gut an, eine halbe Qual gewesen, gerade eben erstmal überhaupt ein Texturenpaket zu finden, das sich installieren lässt. Also ich habe den MC-Patcher bestimmt 20 Mal laufen lassen oder so. Er hat es einfach nicht geschafft, ein anderes Texturenpaket hier zu installieren. Ich hatte nämlich auch eigentlich vor, hier ein anderes zu nehmen, nicht mehr dieses hier, das ich schon ja ausgelutscht habe quasi, sondern eben halt mal ein anderes nehmen wollte, das auch nicht nur 64x64 ist. Ja, und es hat nicht funktioniert, also müssen wir jetzt erstmal hierbei bleiben. Ich versuche mal dann noch bei Zeiten dann weiterzumachen, damit ich da dann noch mal rauskriege, wie ich das hier alles richten kann. Ansonsten, naja, ich hoffe mal nicht, dass wir jetzt auf ewig auf dieses Texturenpaket hier verdammt sind. Gut, ja, wie fangen wir heute an? Also das, ich denke mal, ich werde hier mal ein Projekt anfangen. Neben dem Weg hier, den ich da hinten ja noch weitermachen will. Und dann erstmal so schnell nicht mehr zurückgehen, oder... Nee, das ist jetzt falsch formuliert, ich werde schon noch zurückgehen. Aber jetzt möchte ich ganz gerne erstmal hier dieses Projekt anfangen. Und dann schauen wir mal, wie sich es entwickelt, ob es passt, ob es reicht, ob noch was geht. Und ja, wenn was fehlt, dann kann ich es mehr oder weniger von drüben holen. Und ja, wenn ich drüben bin, dann bin ich drüben. Dann farme ich halt ein bisschen was. Ich bin mir bewusst, dass drüben das Gebäude noch ein bisschen ausgebaut werden könnte. Ich werde es jetzt allerdings erstmal so lassen, weil wie gesagt, ich bastel ja jetzt hier erstmal. Wenn ich irgendwo mal noch ein paar nette Ideen habe, werde ich daran natürlich noch weiterbauen. Das steht außer Frage, aber ansonsten guck mal jetzt mal. Ne, ich glaube, den muss ich lassen, das ist ein großer. Dass es hier weitergeht. So, und jetzt müsste ich mal hoffen, dass die Blätter auch wirklich weggehen. Ansonsten habe ich hier nämlich gerade gleich einen Scheiß. Da komme ich dann nämlich nicht oben ran. Dann müsste ich da umständlich diese Kackteile abgrasen. Jo, wie ihr ja wisst, habe ich ja hier. Shit. Noch so einige Dinge geplant, die ich hier einbauen will, und eins davon besteht eben darin, dass ich jetzt erst einmal hier hinten noch was hinbauen muss. Und ach so, ja genau, zum Bauen stelle ich erstmal wieder auf friedlich, damit ich hier meine Ruhe habe und das in Ruhe durchziehen kann und nicht jetzt auch jedes Mal noch mich mit irgendwelchen Dingern kloppen muss oder sowas ähnliches, was das, was sowieso lange dauert, noch mehr in die Länge zieht. Also nicht wundern und nicht meckern. Es ist besser. Okay, jetzt muss ich mal überlegen. Ich denke mal, eine reicht erstmal wieder. Und dann muss ich mal noch eine Schere mitnehmen. Und dann schauen wir mal, wie das da funktioniert. Plus, ah, cool. Jetzt wird hier noch angezeigt, was das so alles macht. Okay, eine Axt macht plus 5, ein Schwert macht gerade mal plus 6. Ist ja jetzt nicht so viel mehr als so ein Ding hier, wa? Sehr seltsam. Ich hätte immer mehr gedacht, dass das Schwert hier so ein bisschen mehr macht. Dann braucht man es eigentlich fast gar nicht. Ich wollte eine Schere mitnehmen. Da haben wir eine. Gut. Der Clip hier, der ist irgendwie sehr leise. Der ist besser hier. Dann basteln wir mal hier weiter. Ich glaube, den Zaun brauche ich dann auch nicht mehr. Ich brauche ja sehr viel nicht mehr. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier überhaupt noch brauche. Ah! Ernten. Ja, wie wir sehen, es ist noch relativ hell, er erntet trotzdem, und die Kürbisse hier, die sind noch nicht geerntet. Die dürften jetzt aber jeden Moment dann losploppen. Und oh, da fehlt ein Stück Zaun, stimmt, deswegen ist das so ein Kürbis gewachsen. Nein, eine Melone ist das ja. Nein. Und da waren die anderen. Ah, stimmt, das sieht jetzt ein bisschen doof aus, aber kann ich nichts machen. Zack. Zack, ja, so viele waren es gar nicht. Egal. Gut, ja, ich werde jetzt hier erstmal ein bisschen bauen und dann sehen wir mal weiter. Ja, falls euch irgendwie so noch irgendwas eingefallen sein sollte in der letzten Zeit, in die auf magische Art und Weise irgendwelche Leute angedockt hat, die mich noch gucken wollen und das auch tun, nur rein damit. Ich hör mir das mal an und schau mal, wie sich's umsetzen lässt. Ansonsten, ja. Zu einem Bauernhof gehört natürlich auch eine entsprechende Einrichtung. Und
dazu gehört auch, dass ich hier noch was hinbastle. Und das, was ich jetzt hier hinbastle, das kommt jetzt hier hin, das benötigt man, um unter anderem, wenn ich es jetzt sage, dann weiß man es eigentlich schon. Ich meine auch schon, wenn ich jetzt sage, zu einem Bauernhof gehören noch ein paar Dinge. Es wird eine Mühle. Aber keine normale Windmühle, es wird eine Wassermühle. Das bedeutet, dass ich oben eine Quelle reinbauen muss. Und ich habe vor, die hier oben langlaufen zu lassen, sodass das Gebäude, das hier steht, dann hier oben Wasser bekommt. Das läuft hier rein und dann da hinten wieder runter. Wie ich das Inventar hinkriegen soll, weiß ich noch nicht so genau. Das schaue ich mir dann mal an. Auf jeden Fall muss ich jetzt erstmal warten, bis der ganze Kram hier weg ist. Mann, was haben wir denn hier? So. Tralalala. Den ganzen Rasen hier erstmal abgrasen. Ich sollte vielleicht nochmal hier ran. Weil das wegen dem Zeug da sehr gerne noch mal hängen bleibt. Das ist immer so ein Problem hier, wenn man mit Holzstämmen arbeitet, dass man dann einfach nicht an das Laub rankommt, das daneben wächst. Beziehungsweise das verschwindet einfach nicht. So wie hier dann halt zum Beispiel. So. Hier, das würde nämlich auch nicht verschwinden, weil, ja, da oben noch so ein Baum ist. Deswegen gehe ich mir jetzt noch eine Schere holen. Beziehungsweise, überhaupt mal eine bauen. Ich weiß gar nicht, kann man Scheren eigentlich verzaubern? Hey! So ein bisschen Haltbarkeit wäre ja nicht schlecht, ne? So, eine Schere. Dann abgrasen. Na. Du kommst auch weg. Der ganze Mist hier, weg damit. So, jetzt muss ich aufpassen, dass ich da oben den Baum nicht wegsäge. Den wollen wir ja noch behalten. Der ist nämlich nicht im Weg hier, aber das hier unten, das brauche ich nicht. Ah, sehr schön, habe ich jetzt schon wieder Blockfehler hier. Naja, hoffen wir mal, dass die neue Version noch halbwegs funktioniert. Und ich weiß gar nicht, da sind irgendwelche neuen Features da drin sein, jetzt irgendwelche Pferde und so ein Kram alles. Ich habe überhaupt keinen Plan, wie man das überhaupt nutzen soll. Und naja, mal sehen, ob ich überhaupt Bock habe, das zu benutzen. Im Moment bin ich auch eh erstmal nur am Bauen und ich mache hier kein PvP. Also ich weiß nicht, ob Pferde für mehr als nur fürs PvP notwendig sind. Oh, guck mal, der Mond. Und das ist nur eine 64x64 Auflösung hier. Ich hatte ja eigentlich vor, eine 512x512 reinzuhauen. Und dann mal schauen, wie sich das so auswirkt, aber naja. Gut. So, jetzt habe ich das hier. Ich denke mal, wenn ich den Kanal 2 daneben mache, dass es dann quasi genau hier neben läuft, dann müsste ich den Baum auch nochmal weghacken. Und dann mal erstmal hier ein Loch rein. So. Dann fließt hier nämlich einfach so runter. Und dann muss ich natürlich noch eins reingehen. Sonst kommt da hinten das mit dem Zaun nicht hin. So. Sonst würde natürlich das ganze Wasser vom Zaun aufgehalten werden. Das sieht natürlich auch doof aus. Weil welches Wasser lässt sich schon von so einem Zaun hier aufhalten? So. Und das hier noch weg. Dann muss ich mal gucken, ja, wie weit lasse ich das da hinten drin anfangen. Theoretisch könnte ich es ja jetzt hier auch schon rauskommen lassen. Wenn ich da dann das Wasser reinsetze, dann fließt sie so lang. Und muss dann hier irgendwie hinten in den ins Meer rein. Da müssen wir mal gucken, da müssen wir wahrscheinlich tricksen. Soweit was fließt mich das Wasser gar nicht geradeaus, wie es da eigentlich langfließen müsste. Wahrscheinlich werde ich dann das unterbrechen und da hinten einfach so einen anderen Ausgang setzen, der halt irgendwie so sein soll. So, mal schauen, so, das muss natürlich auch noch tiefer. Sonst fließt es dann halt auch in den Zaun rein. Das geht nicht. So, das wäre dann hier. Sonst fliegt es in den Wald rein, da soll es ja auch nicht hin. Und dann irgendwie hier kann man dann quasi so eine unterirdische Höhle hinbasteln. Ich meine, hier ist ja eh schon eine. So, mal gucken. Dann geht es da halt irgendwie lang. Ach so. So, natürlich. Naja.
Das Gebäude werde ich dann wahrscheinlich hier oben hin bauen. Da muss ich noch gucken. Weil das Problem an der Wassermühle ist ja, sie braucht das Wasser bzw. die Bewegung. Das lässt sich halt nicht so einfach hinkriegen. Normalerweise macht man das mit so einem Wasserrad hier vorne. Das kommt dann irgendwie hier so rein. Halt, das muss so. Und das fließt dann quasi über diese Schaufelräder. Das lässt sich hier nicht so ganz realisieren. Deswegen habe ich eigentlich so gedacht, ich zwacke mir hier so ein bisschen was ab. Und das fließt dann so in das Gebäude rein. Das ist natürlich das Problem, dass das hier alles nicht sehr hoch ist und die Mühle auch nicht sehr stark sein wird. Und deswegen ist das Ganze hier relativ improvisiert. Also ich mache hier nicht irgendwie Kopie. Nee. Mache ich nicht. Deswegen improvisiere ich das meistens und schaue dann immer, wie sich das bauen lässt. So, das würde bedeuten eigentlich, dass ich das hier alles wegreißen kann. Ach, da ist er weg. Macht gar kein Geräusch mehr. Flupp, weg. Ist natürlich ein bisschen seltsam. Aber naja, da muss man erstmal gucken. Vielleicht ist es ja noch ein Bug. Ja, shit. Das natürlich nicht. Ich weiß halt, wie gesagt, eigentlich so gut wie gar nichts von dieser Version. Ich habe mir da fast nichts zu durchgelesen. Ich habe lange versucht, die überhaupt gar nicht erst runterzuladen, weil das so komisch kompliziert war mit dem neuen Launcher hier. Der einzige Vorteil, den dieser Launcher mit sich bringt, ist eine automatische Fenstergrößeneinstellung. Also wenn man da jetzt sagt 1440 mal 900, so wie ich das hier eingestellt habe, dann funktioniert das einfach, indem man das dann so in der Größe startet. Früher musste man, beziehungsweise ich, das per Hand ziehen, weil ich im Fenstermodus spiele. Und diesen Fenstermodus musste ich mir dann entsprechend der Region, die ich in meinen Desktop hier aufnehme, eben ziehen. Das war, naja, mal eine lästige Angelegenheit. Man musste mal sehr pixelgenau arbeiten. Jetzt kann ich einfach das Fenster von der Excel-Datei nehmen, von dem Launcher hier. Ja, und das Programm, das ich benutze, das erkennt automatisch das Fenster, wenn ich jetzt sage, von der und der Echse ist das. Ja, und dann muss ich es auch nicht mehr an eine spezielle Position auf dem Fenster hier reinbasteln. Es wird einfach dann genommen, wo es ist. Und dann funktioniert es eigentlich auch immer. So, oder ich könnte natürlich den Fluss auch ein bisschen anders machen. Ich zweige ihn mir da oben ab, lasse ihn dann hier in dem Gebäude runterfallen. Na, komme ich da noch ran? Ja. Okay, das ist nicht gut. Da muss ich den Zaun noch ein Stück versetzen. Lasse das hier runterfallen und dann hier unten wieder rauskommen und dann da rechts reingehen. Das wäre natürlich auch mal eine Idee. Das kommt dann halt quasi hier runter und fließt dann hier rüber. Nee, verkehrt. Da rüber, dann halt hier rein. Das, glaube ich, mache ich einfach. Dürfte sich auch, mit der Umgebung hier nicht so beißen dann. So, machen wir hier noch zu. Na, hier muss eh zu. Ja, den Zaun muss ich ja sowieso ein Stück versetzen. Da oben ist ja das Loch. Und ich denke mal, ich werde dann hier oben das Wasser dann auch nicht in Erde reinlaufen lassen, sondern, also um Erde rumlaufen lassen, sondern um richtigen Stein. Da muss ich dann nochmal schauen, wie ich das mache. Auf jeden Fall muss der Zaun hier vorne dann noch erweitert werden. Also hier kommt ja eh nichts runter. Aber hier kann was rein. Da muss ich zumachen. Hier eigentlich nicht. Dann hier auch. Da muss auch noch zu. Machen wir das so. Das sollte genügen. Wenn ich dann hier vorne noch das so zuziehe, dann sieht es noch gut aus. Und dann hier oben nochmal gucken. Hier komme ich da jetzt hin. Da müsste ich jetzt... Aha, kriege ich dir mal den Geheimgang an. Ist eigentlich gar keine so dumme Idee, den hier zu lassen. So, dann muss ich einfach mal hier zumachen. Ah ja, machen wir so ein Dreierding raus. Ich habe ja genug von den Teilen jetzt. Und dann dürfte hier eigentlich auch nichts weiter passieren. Ich muss dann natürlich noch ausleuchten. So, dann würde das Wasser hier oben reinfließen. Und dann schauen wir mal, was ich damit mache. Ansonsten müssen wir mal gucken hier.
Den müsste ich ein bisschen anpassen, damit er etwas runder wirkt. So, warte mal, das müsste eigentlich schon reichen dann. Er sieht bescheuert aus, aber ich denke mal, wenn ich das Gebäude dahingestellt habe, fällt es nicht mehr auf. Okay. Also, meine Gebäude fangen normalerweise mal so an. Hier vorne muss ich noch den Weg hinsetzen. Da kommt dann immer so ein einzelnes Gravelstück. Ne, halt so ein Stück Erde kommt dahin. Eine Zweierreihe. Das müsste dann hier anfangen. Hier kommt der Weg hin. Dann passt es auch noch ganz gut mit dem Stall. Und dann schauen wir mal, wie groß ich das Teil mache. Ich mache erstmal nur bis hier. Ah, nee. Ah, perfekt. So, dann kommen wir nämlich hier vorne in einem geraden Weg quasi auf das Feld hin. Das ist auch schön symmetrisch. Ja, dann habe ich nur eine relativ kleine Mühle. Es sei denn, ich mache sie so länglich. Dass ich hier vorne so ein Stück mache. Also ich fange quasi hier an. Mach so ein Eckteil. Also sie wird ja relativ dünn, wenn ich dann immer nur so ein Zweier da Platz machen muss.